Oft macht man genau das Gegenteil von dem, was eigentlich verlangt wird. Egal, was du tust, gib mir nicht dein Geld. Gib mir auf keinen Fall dein Geld. Und nun? Verdammt! Gib mir nicht deine Kreditkarte. Egal, was du tust. Und das gilt besonders bei Höflichkeitsratschlägen. Schlürf nicht. Und bei all dem gibt es besonders einen Satz, der mehr als nur das Gegenteil auslöst. Denn während ich einer Person X etwas voller Begeisterung oder Wut oder Tatendrang erzähle, ist diese Person X oft etwas überfordert, überfordert und vor allem überfordert von so viel Bewegung und Emotionen. Daher folgt mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit der Satz, der alles aus dem Lot bringt. Chill mal. Wobei es auch bei einem Chill mal große Unterschiede gibt. So bedeutet ein Chill mal, du bist zu aggro. Ein Chill mal, du bist mir zu voreilig für meine derzeitige Überforderung. Und ein Chill mal, ich versuche dich nur gerade ruhig zu stellen. Aber egal welches Chill mal ausgesprochen wird, sie haben alle den gleichen Effekt. Das Gegenteil. Denn während mein Chill-Level zuvor konstant auf Chill stand, erreicht Person X genau das Gegenteil, indem mein Chillstand in ungesunde Tiefen fällt und mich sauer macht. Unglaublich sauer. Unglaublich, unglaublich sauer. Ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Und es gibt keine Methode, den Chill-Mal-Hulk wieder zurückzuverwandeln, da jeder Zuspruch falsch bzw. als Gegenteil ankommt. Bitte beruhig dich. Nicht. Nein, nicht ruhig. Nichts wird gut. Deswegen sollte Person X so schnell wie möglich das Weite suchen, ohne zurückzublicken. Gib mir auf keinen Fall Geld. Nein, auf direktem Weg abhauen und warten, bis die Hulk-Transformation vorbei ist. Sag mal. Kann ich hier warten, bis Frau Hulk wieder runtergekommen ist? Setz dich. Denn im Prinzip ist Person X selber schuld, dass diese Transformation überhaupt erst stattgefunden hat und jetzt mein Video behindert. Chill mal.